Okay. Wir sind immer noch in Diamond City. Hier ist der Aleares und so geht's los. Wir gucken uns gerade mal ein bisschen um zu wissen, wo was ist. Was haben wir denn hier? Oh. Tu dir einen Gefallen und sag einfach ja. Mir versteht er sowieso nicht. Okay, wir können ja mal nachfragen. Was willst du damit sagen? Wir antworten mal. Keine Ahnung. Er wird es ja wahrscheinlich eh nicht verstehen. Sarkastisch. Erzähl mir einen Witz. Nein. Nein, jetzt nicht. Was habt ihr Vault-Bewohner nur mit diesen Anzügen? Okay. Ja, das ist so. Mit Heimat und so. Was hat die denn hier hinten dran? Eine Kabelbinde? Nee. Okay, wir gehen erstmal weiter und gucken uns hier um. Die Schule ist hier. Okay, die Schule. Wo geht's hier lang? Security. Hier geht's zur Security weiter. Okay, das ist ja übel Security hier hinten. Da hoch. Okay, wir reden mal jetzt einfach mit Piper. Ich denke mal, wir haben hier einiges jetzt schon abgearbeitet. Oder besser gesagt. Kostenlose Zeitung für Neuankömmlinge. Wenn dich das Institut nachts holt, haben wir dich immerhin gewarnt. Okay, jetzt fragen wir erstmal. Die weiß ja bestimmt mehr über das Institut. Das Institut? Du hast noch nie was vom Institut gehört, Mister? Sie holen sich nachts Leute und man hört nie wieder was von ihnen. Steht alles in der Zeitung. Solltest du besser lesen, bevor sie dich auch erwischen. Okay. Naja, das ist Unfug, ist Quatsch. Wir wissen ja nichts. Wir können es ja nicht glauben. Aber wir können ja mal fragen, wer verschwunden ist. Wer ist denn verschwunden? Fremde, Bewohner aus der Stadt, Snobs aus den Stands. Scheint, dass etwa einmal im Jahr jemand verschwindet. Und wir alle wissen warum. Also pass besser auf. Das Institut ist da draußen. Und sie machen bestimmt auch nicht vor dir Halt. Wie gesagt, steht alles in der Zeitung. Okay. Naja, was auch immer. Also wir haben ja so einen Konflikt mitgekriegt. Wir hatten ja auch jemanden, der zugegeben hat, dass er so ein Sümpf ist und aus dem Institut geflohen ist. Also wird das schon seine Berechtigung haben? Also können wir ihr quasi auch glauben? Ich glaube dir ja. Danke. Du bist echt ein verlorenes Schäfchen in der Wolfshöhle, Mister. Was machst du eigentlich hier in Diamond City? Wir sagen nichts. Das geht dich nichts an. Schon gut. Tut mir leid, dass ich gefragt habe. Menschenskinder. Menschenskinder. Mensch, du, meine Oma hat angerufen, sie möchte ihren Spruch bitte wieder zurückhaben. Aber wir gucken uns mal an, was sie uns an Zeitungen so gegeben hat. Die synthetische Wahrheit war es, glaube ich. Okay, da haben wir es. Eine Zeitung. Okay. Oktober 2087, die synthetische Wahrheit von Piper Wright. Okay, ihr seht, das ist eine ganze Menge Text. Nein, das lese ich jetzt nicht alles vor. Also, wenn Interesse besteht, schreibt es mal in die Kommentare, dann würde ich das noch machen. Ich behalte es ja. Aber ich lese das jetzt nicht alles vor. Das ist mir zu umfangreich. Und dann schaltet die Hälfte noch ab von euch. Nein, 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 nein. Wir bleiben lieber am Spiel. Wir haben ja jetzt mal wieder ein paar Dialoge vor uns. Und das will ich auch genießen und nicht unterbrechen durch das permanente, ich lese einen 10-Seiten-Abschnitt vor. So, jetzt gucken wir uns erstmal hier um. Hier müsste Piper jetzt irgendwo sein. Genau da hinten Sagst du ist mir sie. jetzt, was dich nach Diamond City geführt hat, Mister? Naja, nein. Das geht dich nichts an. Schon gut. Tut mir leid, dass ich gefragt habe. Menschenskinder. Ja, schon wieder. Das geht dich nicht an. Das verrate ich nicht. Er hat einen ziemlich Schön, dass komischen du Tonfall, wenn er vorbeischaust. das sagt. Ist alles klar bei dir, Blue? Blue? Warum nennst du mich so? Wegen deines blauen Anzugs? Du bist ein Vault-Bewohner. Also hör zu, ich will ein Interview. Deine Lebensgeschichte. Ich finde, es wird Zeit, dass Diamond City mal erfährt, wie ein Fremder das Commonwealth so findet. Wenn das klappt, dann... Ich hab's. Dann komme ich mit dir mit. Ich passe auf dich auf, während du dich an die Welt hier oben gewöhnst. Also ein Insider wäre schon praktisch. Ein Preston. Ja, Preston ist halt keine große Hilfe. Der kümmert sich mehr um seine sicheren Orte. Dogmeat, naja. Man kann wahrscheinlich mit ihr besser reden als mit Dogmeat. Okay. Okay, wir fragen erstmal, was wir machen müssen. Was soll das für ein Interview werden? Ich frage dich, wer du bist, was du vom Leben hier draußen hältst und vielleicht noch ein paar knifflige Fragen, um es interessant zu halten. Was meinst du? Ja, gut, wir können ja probieren auszuweichen.
Okay, Piper. Ich bin dabei. Gut, kommen wir zum Geschäft. Also, ich weiß, du kommst aus einem Vault. Wie würdest du deine Zeit darin beschreiben? Okay, was macht er schon sarkastisch? Das war normal. Ich war im Kälteschlaf. Ist mir schon zu präzise. Also, dann könnte sich wieder jemand an unseren... Wir sind mal sarkastisch, oder? Nee, wir sind... Das war normal. Normal? Nichts Außergewöhnliches. Normalität ist ein dehnbarer Begriff im Commonwealth, aber okay. Ich kann damit arbeiten. Also, du hast das Commonwealth gesehen. Diamond City. Wie ist das verglichen mit deinem alten Leben? Okay, es ist lustig, Sachen zu zerstören. Naja, es ist scheiße. Naja, es kommt halt darauf an, was sie mit meinem alten Leben meint. Also das Leben vor der Welt war definitiv besser. Also wäre es jetzt scheiße, aber... Steh da nicht so mit offenem Mund rum. Sag endlich was. Wenn wir realistisch sind, dann... Also mir persönlich gibt es schon Hoffnung, dass es Leute zumindest hier in Diamond City gibt, die sich gegen so diese Raider und Supermutanten wehren. Ganz ehrlich? Zu sehen, wie ihr hier draußen überlebt und alles neu aufbaut, das gibt mir Hoffnung. Das ist überraschend inspiriert, Blue. Das Zitat werde ich definitiv nehmen. Jetzt die große Frage. Du bist hierher gekommen, weil du jemanden suchst. Wer ist es? Das sagen wir nicht. Das sagen wir nicht. Wir sagen einfach ein Familienmitglied wahrscheinlich. Weil sonst steht am Ende noch der Name unseres Sohnes in der Zeitung. Das ist mir zu heiß. Wir sagen einfach ein Familienmitglied. Ich habe meine Familie verloren, klar? Ich versuche sie wiederzufinden. Wie heißen Sie, Blue? Wer sind Sie? Das sage ich nicht. Nein, nein, das sage ich nicht. Ich sage, ja, was macht das schon? Was kümmert's dich? Die Nachrichten. In Diamond City interessiert sich vielleicht niemand sonst dafür. Aber meine Zeitung tut es. Nee, ich sag's nicht. Ich sag's nicht. Das ist dann niemand. Du hast dich verhört. Ich suche niemanden. Lüg mich nicht an, Blue. Das ist deine Geschichte. Sollen die Leute nicht die Wahrheit erfahren? Nein. Du hast dich verhört. Ich suche niemanden. Lüg mich nicht an, Blue. Das ist deine... Also ich muss das jetzt nehmen. Ich habe meine Familie verloren. Wie heißen Sie, Blue? Wer sind Sie? Also ich muss es sagen, sonst komme ich aus dem Dialog nicht raus. Also obwohl ich es nicht wollte, ich muss es tun. Mein Sohn Sean wurde entführt. Er ist nicht mal ein Jahr alt. Auf der Suche nach dem vermissten Kind. Das ist heute so rührend wie eh und je. Glaubst du, das Institut hat etwas damit zu tun? Ich habe keine Ahnung. Es kann sein, aber ich weiß es nicht. Nee, wir sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Das tut keiner. Das macht sie so unheimlich. Im letzten Teil unseres Interviews möchte ich etwas anderes machen. Gib den Leuten aus Diamond City doch ein paar Worte mit auf den Weg. Die Gefahr durch Entführungen wird im Commonwealth ignoriert. Alle tun so, als würde das nicht passieren. Was würdest du jemandem sagen, der einen geliebten Menschen verloren hat und nun zu viel Angst hat oder zu gelähmt ist, um nach ihm zu suchen? Es gibt Leute, die Entführung ignorieren. Rache nehmen, einen Tag nach dem anderen. Nicht die Hoffnung verlieren. Ich würde sagen, einen Tag nach dem anderen. Und es wird ja wahrscheinlich dann auch Stück für Stück besser. Und man kann sich ja dagegen wehren und dagegen ankämpfen. Man kann nur einen Tag nach dem anderen bestreiten. Man muss einfach immer weitermachen. Mehr kann man nicht tun. Wir tun nur, was wir tun müssen. Ich glaube, meine Leser verstehen das. Wir sind fertig. Wird eine Weile dauern, das alles zusammenzupuzzeln, aber deine Geschichte wird den Leuten in Diamond City einiges geben, worüber sie reden können. Hör zu, was deinen Sohn angeht. Ich wusste nicht, ob es dir schon besser geht und wollte die Zeit meines Freundes nicht vergeuden, aber er kann dir vielleicht helfen. Er heißt Nick Valentine und ist ein außergewöhnlicher Detektiv. Hat ein Büro hier in Diamond City. Halt nach dem Neonschild mit dem Herz drin Ausschau. Okay, Nick Valentine. Ja, ich rede mit ihm. Das ist das Beste. Es ist die erste Spur, die wir seit einer Weile haben. Danke, Piper. Ich werde mit ihm reden. Er wird dich mögen. Er hat eine Schwäche für schwere Fälle. Wie auch immer. Ich habe ja gesagt, dass ich mit dir komme. Auf dich aufpasse. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Ich bin gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Okay. Okay, wir haben XP erhalten. Die Story des Jahrhunderts ist abgeschlossen. Nehmen wir sie jetzt mit oder nehmen wir... Können wir eigentlich beide mitnehmen? Ich frage einfach mal. Piper. Gehen wir zufällig in die gleiche Richtung?
willst du mit mir reisen? Bist du sicher, dass du weiter mit mir reisen willst? Tja, entweder das oder weiter an der Zeitung schreiben. Ich glaube, die Zeitung kann warten. Okay, dann gehen wir mal. Wird gemacht. Och, Dogmeat. Tut mir leid, Junge. Es ist Zeit für dich, nach Hause zu gehen. Okay, wo schicken wir ihn denn da jetzt hin? Red Rocket ist er ganz alleine, das möchte ich nicht. Sanctuary ist er gut geschützt. Also Sanctuary ist, glaube ich, das, wo ich auch vom Bauchgefühl her sage, da kann man auf sich selbst aufpassen. Okay, da trottet er weg. Du Kleine. Juicy. Okay, und wir haben Piper, also machen wir es los. Können wir da jetzt ihr Zeug mitnehmen? Ein echter Klassiker. Einfach der Guten, sobald sie zu uns gehört, erstmal die Bude leer räumen. Das ist für wahr ein echter Klassiker. Verdammt, jetzt hat Dogmeat natürlich das ganze Zeug, was wir ihm gegeben haben, mitgeschleppt. Ach, das habe ich vergessen. Verdammt, das ist ärgerlich. Okay, hat sie irgendwas im Kühlschrank? Geh weg. Geh weg, Kind. Ich muss deine Bude ausräumen. Rotes Kleid. Oh Gott, ich werde so wunderschön sein. Ja, Bausteine und so weiter. Mal die mit Kreide. Was ist hier? Ein Redaway. Redaway nehmen wir mit. Nichts bleibt für immer verborgen. Zumindest nicht, wenn ich ein Wörtchen mitzureden habe. Okay. Also wenn ich jetzt immer, wenn ich was einstecke, diese Sprüche kriege, weiß ich, dass ich schon jetzt vor dem Amoklauf stehe. Dann werde ich früher oder später ganz schnell zu Dogmeat zurückwechseln. Ist hier noch irgendwas? So. Warte mal, ich muss eine Sonnenbrille. Große Babyflasche. Große Babyflasche? Okay. Tischventilator nehmen wir mit. Eine Schachtel Zigaretten. Ja, Bierflasche nehmen wir auch mit. Eine Haarklammerbox. Oh, 7 Haarklammer, das ist gut. Und Piper's Terminal. Da gucken wir doch jetzt mal rein. So, Artikel, die synthetische Wahrheit, Datei Leserbeschwerden und Public Perspectives Archiv. Zwei Geliebte, Teenie-Probleme, verzweifelt in Diamond City, Schlafwandler auf dem Drahtseil und allein in Upper Stance. Ich weiß nicht, soll ich das jetzt alles vorlesen? Ich hatte ja vorhin mich schon dagegen gewehrt. Ich werde das, glaube ich, in einem separaten Teil einfach mal alles vorlesen, wenn Interesse daran besteht. Ich mache einen kurzen Save. Und wenn wir das dann haben, genau, wir machen Quick Save. Wenn wir das haben, kann ich ja beim nächsten Mal einfach schnell zurückkommen. Mach den Vorleser und da geht's auch schon weiter. Wir gehen jetzt übrigens mal oben raus. Oh, was geht denn hier ab? Es ist groß, laut, korrupt und voller Arschkriecher. Aber es ist mein Zuhause. Ah, das verstehe ich. Das ist wie bei einigen Leuten auf Arbeit, da ist es wahrscheinlich genauso. Was haben wir hier? Keine Bewegung, Super Solo. Was hast du mit dem echten Riley gemacht? Wo ist mein Bruder? Ich schwöre, ich bin kein Sünd. Nicht schießen, um Himmels Willen. Wir sind eine Familie. Nimm die Waffe runter, sofort. Er ist ein Sünd. Er wird uns alle töten. Geil, nein. Oh, was geht denn hier ab? Okay, die Show Alter. Ist vorbei. Es gibt keine Sins in Diamond City, hört ihr? Nur euch und eure Scheißparanoia. Okay. Also schlimm wie es ist, dass wir jetzt hier Leichen flattern. Und, können wir mit dem reden? Okay, hey, Er hatte eine... Mein Gott, Kyle. Warum hast du nicht auf mich gehört? Ich sagte doch, ich bin kein Sinn. Okay. Naja, auf jeden Fall ist er jetzt in Sicherheit. Also sein Bruder hat ihn definitiv erschossen. Du bist jetzt in Sicherheit. Darauf kommt es an. Ich bin kein Sünd. Ich hab's ihm gesagt, immer wieder. Warum hat er mir nur nicht zugehört? Ich brauche eine Minute. Was steht ihr da alle noch rum? Kümmert euch endlich um euren eigenen Scheiß. Ach, das ist schon echt krass, was hier abgeht. Also die Leute sind so paranoid. Wir hatten es ja zwischendurch gesehen, wie schlimm das werden kann. Alter Verwalter. Na gut. Das war's aber erstmal für den Teil. Wir gucken erstmal jetzt noch, wie sich die Schaulustigen hier komplett auflösen. Ich sag bis denn dann und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, der Alearis.